Hallo Gruppenfreunde, ich bin noch da. Wir machen bloß ein Video die Woche wegen Ideenmangel. Weiß nicht mal, was ich machen soll. Aber ich habe was gefunden, was ich machen könnte. Und zwar habe ich mir mal gekauft, wie heißt das, Gurkenleberwurst. Dachte ich mir, die kannst du bestimmt auch alleine machen. Schmeckt sehr gut, jedenfalls. Das war eine Sorte aus dem Spreewald. Würde sagen, probieren wir mal. Sehen wir das hinkriegen. Spreewalder Gurkenleberwurst. Bevor wir anfangen, kommt wie immer erstmal die Maike auf heute. Als erstes braucht man einen großen Topf. Und Fleisch. Hier schon. Ich werde aber die Leberwurst in Gläser machen. So, dann haben wir hier noch ein Stück. Genaue Mengenangaben für die Gewürze. Und für das Fleisch hier, wie ich genommen habe, schreiben wir dann unten rein mit. Unter die Videobeschreibung. Ich habe ja schon etliche Leberwurst gemacht. Aber eben noch keine Gurkenleberwurst. Da bin ich ja gespannt. So, wir nehmen nur das Fleisch und Lorbeerblätter. Wir sagen vier Stück. Reichen erstmal zu. Und das tun wir jetzt mit Wasser befüllen und mindestens eine Stunde erstmal kochen. Sollen die ganz weich sein, aber schön schnittfest. Also mindestens eine Stunde. Dann geht's weiter. Gut, Freunde, weiter geht's im Text. Das Fleisch ist, sozusagen, fertig. Habe ich schon geschnitten in kleine Würfel fürs Wolfen. Geteilt. In der Hälfte. Und jetzt haben wir noch die Leber. Die schmeißen wir jetzt rein in den Kochsud mit dem Fleisch. Und lassen das ungefähr 10 Minuten drin. Dann schneiden wir die auch klein. Dann geht's weiter. Weiter geht's. Haben wir hier die Hälfte unserer Masse. Fleischwolf. Haben wir jetzt erstmal für die Hälfte der Masse nehmen wir 8 mm. Ohne Zwiebeln. Nur erstmal das Fleisch.
Das Fleisch und die Leber natürlich. Habe ich das uns gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Gut. Wir haben mal weitermachen. Wie ich das durchdrehe, braucht nicht jeder ja, zu langweilig sozusagen. Das braucht jeder wissen. Gut, durchdrehen, dann wechsle ich. Haben wir ja zweite Hälfte und unsere Zwiebeln. Da haben wir jetzt 3 mm Scheibe. Meine Schüssel ist bestimmt zu klein. Werden wir sehen. Nehmen wir auch wieder Leber, Fleisch, Zwiebeln jetzt dazu. Den Rest werde ich wieder alleine durchdrehen. Ups, enge. Es wird enge. Mal sehen. Ich habe mich noch allerhand. Ja, abwarten und gucken. Dann muss ich mal einen anderen Topf suchen. Gut. Werde ich mal weiter drehen. Ich musste mir doch einen größeren Topf holen. Aber wir wissen jetzt noch, hier sind die ganzen Gewürze. Salz, Majoran, Pfeffer. Da kommt wieder unten alles rein. Das schütten wir jetzt hier rein mit. Jetzt
kommt noch unsere Kochsud dazu. Ungefähr so viel. Es ist eine schöne cremige Masse wird. Ein schönes Verteilen mit den Gewürzen. Reicht ja noch nicht, was ich reingeschüttet habe. Das sehe ich schon. Ne. Und was reinschütten. Bin ich ja gespannt, ob das so schmeckt. Der Hauptzutat fällt ja dann noch. Wie es heißt, Gurkenleberwurst, dann müssen wir hier in der Gurke reinmachen. Eigentlich müsste ja auch Spreewälder Gurke rein. Ich habe aber bloß Bautzner Gurke. Na, das ist auch nicht weit weg von Spreewald. Und dann sagen wir eben mal. Muss jeder selber wissen, wie viel man reinmacht hier. Sollte nicht flüssig sein, sondern homogen. Also ohne Fäden auf, das abschmecken. Das ist ganz wichtig. Das werden wir machen. Extra hier ein Löffelchen mitgenommen. Ich bin ein bisschen viel Salz. Na gut, es geht ja noch was weg. Ich habe übrigens hier Meeressalz genommen. Das ist vielleicht nicht so ideal, Meeressalz. Na, noch mal kosten. Geht. Gut, so lassen wir die Konsistenz durch noch die Gurken zu breit. Jetzt haben wir hier die Gürkchen, aber hier ist ein Glas Bautzner Gewürzgurken. Ich werde das ganze Glas reinschnibbeln. Ich hoffe mal, dass das so reicht. Dann muss ich bei der zweiten Charge ein bisschen mehr Gewürzgurken reinmachen. Und dann füllen wir das ab ins Gläschen. Kochzeit. Ja, komme ich gleich nochmal wieder. Da habe ich noch was dazu. Die Kochzeit. Erste Charge haben wir hier drinne. Ich kann sozusagen, ich habe für jedes Glas fast eine Gurke genommen. So, die Gläser tun wir jetzt bei 90 Grad ungefähr. Ja, 90 Minuten Minimum einkochen. Mehr gibt es dann eigentlich nichts mehr. Bloß probieren müssen wir dann noch.
Heute nicht mehr. Probieren machen wir dann nächsten Tag. Sehen wieder, wie das Senf schmeckt. Gut, also bis morgen. Abendfreunde, heute ist der Tag der Verkostung. So sehen die Gläser dann aus, die abgekühlt sind. Ich habe in jedes Glas eine Gurke reingemacht. Ja, mal probieren. Habe ich mir hier eine Semmelchen. Da sagt es auch Semmel. Man kann es auch eine Schrippe oder Brötchen. Kommt immer auf die Gegend drauf an. Auf alle Fälle sitzt sich dann erstmal, oder besser gesagt, lässt sich besser streichen als wie die gekaufte. Die ist auf alle Fälle locker. Sieht man ja auch hier, ja, haben wir das erkennt, da müsste man denken, die Gurken stecken. Hier zum Beispiel ist Gurke. Ja. Einmal, die andere Hälfte machen wir heute einmal. Sozusagen zweites Frühstück. Ja. Und jetzt sieht man es ein bisschen besser mit der Gurke. Gut. Probieren wir mal. Wie Leberwurst. Leberwurst mit Bogengeschmack. Hätte vielleicht etwas weniger Salz nehmen sollen. Ansonsten genießbar. Kann ich empfehlen. Ich werde wieder unten das Rezept reinschreiben. Man kann ja Gewürze variieren. Das ist ja bei Leberwurst variabel sozusagen. Kann man ja selber zusammenstellen. Gut, das war das Thema. Nächste Woche kommt noch ein Video zur Information für den Kalender, den ich mache ja mit den Rätseln. Wie ich das veranstalte und wie ihr euch bei dem Video für die Preise eintragen könnt. Da mache ich nochmal ein extra Video. Dazu nächste Woche Sonntag kommt das raus.
das Video. Und dann starten wir mit dem Kalender am 1. Dezember ist ein Start Adventskalender, Gewinnspiel. Gut, das war das mal für heute. Mittwoch kommt kein Video. Gut, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Das war's. Also bis zum nächsten. Salam, Gartenfreunde. Slava Ukraine. Das war's.